Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins. Zu Folge 209 müsste das, glaube ich, sein. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich hoffe, Alistair ist immer noch da, aber ich denke mal ja, weil mit dem sprechen wir jetzt als erstes in dem Zimmer. Der müsste ja jetzt hier rechts gleich nach, wenn wir auf der Ebene kommen, da sein in dem Zimmer. Wie gesagt. Ich weiß mal nicht, ob das eine gute Idee ist, gleich mit dem zu reden, aber ich denke mal ja. Wie ihr meint. So, Alistair. Alistair? Sag nicht, du bist nicht da. Ich habe so große Hoffnung gehabt, dass der Bug vorbei ist. Naja, vielleicht ist er auch einfach nur, weiß ich nicht. Ach, da ist er doch. Wollte sagen. Ah, vielleicht bist du ja gar nicht da. So, Alistair, bereit? Da seid ihr ja. Mal sehen, was Riordan uns zu sagen hat. Alles klar, Majestät. Ist jetzt echt schlimm, mit dem Namen anzureden, aber mein Gott. So, okay, Riordan. Nochmal. Ihr seid beide hier. Gut. Zuerst, ich nahm an, ihr wüsstet es schon. Sonst hätte ich es euch schon erzählt, als ihr mich in Denerim befreit habt. Tut mir leid. Worum geht es? Wofür entschuldigt ihr euch? Habt ihr euch jemals gefragt, warum die grauen Wächter gebraucht werden, um die dunkle Brut zu besiegen? Vielleicht wegen unserer Gabe, sie zu spüren? Wenn es nur das wäre, würde jeder fähige Krieger ausreichen. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Und was geschieht dann mit ihm? Anders als die Wesen der dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Gibt es keinen anderen Weg? Muss der graue Wächter wirklich sterben? Soweit wir wissen, springt die dämonische Essenz automatisch über. Wenn also keiner von uns die Bestie erschlägt, war alles umsonst. Okay. Es gibt keinen anderen Weg, so leid es mir tut. Dann werde ich ihm halt den Todesstoß versetzen. Euer Mut ist wahrlich herzerfrischend, aber werft euer Leben nicht allzu überstürzt weg. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die grauen Wächter neu sammeln können. Vergesst das nicht! Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. So ist das. Alles klar. So, nochmal kurz speichern. Alistair ist also da, das ist schön. Riordan. Ihr solltet versuchen, etwas Schlaf zu finden. Wenn die Armee erst marschiert, haben wir dafür keine Zeit. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal nach Morrigan vorbei, kurz. Kein Grund zur Beunruhigung, ich bin's nur. Alles klar. Morrigan, ist alles in Ordnung mit euch? Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ach nee. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Eine Katastrophe? Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt.
Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Ah ja. Muss nicht so sein. Wie meint ihr das? Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Was genau ist das für ein Ritual? Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magi. Manche würden es Blutmagie nennen, aber das ist für jemanden wie euch wohl kaum von Belang. Doch, erzählt mir mal mehr. Ich schlage Folgendes vor. Überredet Alistair, das Lager mit mir zu teilen, hier und jetzt. Und aus diesem Ritual wird ein Kind in mir entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Ich soll also Alistair überreden, fremd zu gehen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was er davon hält. Alter Schwede. Mann, das wird echt krass. Das Kind wird also zur dunklen Brut, oder wie? Oder, Moment, und warum bringt ihr das nicht bei Alistair vor? Ja, ich frag erstmal eins. Das Kind wird also zur dunklen Brut. Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Okay. Ja. Wartet, ich will mehr über das Kind erfahren. Ich denke mal, das ist angebracht, ne? Eigentlich müsste das Alistair machen, aber naja. Wie ihr wünscht. Dem Kind passiert doch nichts, oder? Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Ja, das weiß ich. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Ah ja. Wird das Kind böse sein? Was wird aus ihm? Was ich will, ist die Essenz des alten Gottes, wie er früher war, und nicht die finsteren Mächte, die ihn vergiftet haben. Manche Dinge in dieser Welt verdienen es, erhalten zu werden. Denkt darüber, was ihr wollt. Okay. Was habt ihr dann mit dem Kind vor? Das möchte ich euch nicht sagen. Okay. Was ist genau? Ich denke mal wohl die beste Frage. Was ist, wenn Alistair das Kind sehen möchte? Das wird er ohne Zweifel wollen. Aber das geht nicht. Mehr verlange ich nicht. Oh Mann, ey. Habt ihr euch entschieden? Ich überlege mal gerade. Glaubt ihr wirklich, dass Alistair dem zustimmt? Wenn ihr so für ihn empfindet, wie es den Anschein hat, werdet ihr ihn überzeugen. Bedenkt doch nur die Alternative. Glaubt ihr, Alistair tut seine Pflicht als künftiger König nicht und lässt das Land im Stich? Und wenn ihr den Streich ausführt, verliert ihr die Frau, die er liebt. Wie wird er sich dann wohl fühlen? Ihr habt viele gute Gründe dafür, ihm zu sagen, dass er sein eigenes Leben retten kann. Überlegt es euch. Genau. Warum Alistair? Warum nicht Riordan? Weil er ist ja auch einer der grauen Wächter. Selbst wenn man Riordan dazu überreden könnte, wäre er ungeeignet. Ich brauche einen, der noch nicht lange verderbt ist. Er muss es sein, und zwar heute Abend. Woher wisst ihr überhaupt, dass es funktionieren wird? Das war der Plan meiner Mutter, als sie mich mit euch ziehen ließ. Ach du Scheiße. Sie hat mir das Ritual gegeben und mir gesagt, was ich tun soll. Das überrascht euch doch nicht, oder? Doch. Habt ihr euch nie gefragt, warum Flemeth euch das Leben gerettet hat? Das war der Grund. Entscheidend ist, dass ich euch das jetzt anbiete. Es wird funktionieren und euch das Leben retten. Naja. Dann sage ich erstmal alles gut, einverstanden, aber ich muss erstmal mit Alistair sprechen. Leider steht die Option da nicht, aber ich muss trotzdem erstmal sprechen. Eine weise Entscheidung. Ich werde hier warten, bis ihr mit Alistair gesprochen habt. Hoffentlich könnt ihr ihn überzeugen. Ach du Scheiße, das wird ja echt heftig.
Ich glaube, das hagelt den ersten Ehekrieg. Morgans Ritual stand da. Hat jetzt nicht wirklich gelesen, richtig. Aber das ist so Ironie, ne? Die beiden Charaktere, die sich im Spiel am wenigsten leiden können, müssen jetzt das Bett miteinander teilen. Das ist Ironie, aber so richtig. Und Alistair wird das bestimmt gleich gar nicht gut auffassen, gehe ich mal davon aus. Mal sehen, Alistair. Oh Mann, ey. Ihr könnt also auch nicht schlafen? Ich habe vorhin Morrigan vor eurem Zimmer gesehen und ihr Blick war eiskalt. Okay. Selbst für ihre Verhältnisse. Ist irgendwas? Ja, Alistair, wir müssen reden. Oh, was immer Morrigan zu sagen hatte, es muss wichtig sein. Ja. Das habe ich jetzt davon, König zu sein. Alle bringen einem ständig schlechte Nachrichten. Also, worum geht's? Wild gewordene Ratten? Kein Käse mehr? Ich kann es ertragen. Ich glaube lieber nicht. Mir liegt was etwas an euch, das wisst ihr doch, oder? Ja, und mir geht es genauso, aber warum sagt ihr mir das jetzt? Weshalb plötzlich so unheilvoll? Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, euren Tod morgen zu verhindern? Ihr sprecht vom Erzdämon, richtig? Ja. Wenn ihr vom Weglaufen sprecht, das kann ich nicht tun. Nein. Aber das meint ihr gar nicht, oder? Worum geht es hier? Oioioioioioio, jetzt kommt's. So glatt, so einfach auf den Tisch. Nummer 1. ihr müsst am magischen Ritual teilnehmen. Oder Nummer 3. Nummer 3 ist auch voll geil. Nein, ja doch. 1. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ihr müsst mit Morrigan schlafen, als Teil einer magischen Rituals. Herzig. Jetzt zahlt ihr es mir heim, stimmt's? Alle meine Witze. Aber es ist kein Scherz. Nein. Ihr meint das wirklich ernst? Ja. Wow. Vom Erzdämon getötet werden oder mit Morrigan schlafen? Wer denkt sich solche Entscheidungen aus? Entweder oder. Ihr verlangt das aber nicht im Ernst von mir, oder? Was soll das denn für ein Ritual sein? Okay, ich werde euch nicht belügen, das will ich auch auf keinen Fall machen. Ein Kind wird daraus entstehen. Was? Ja, nee. Hast du aufgepasst, was passiert? Hören. Oder wollt ihr tatsächlich, dass ich Morrigan schwängere? Noch dazu bei einem magischen Sexritual. Dieses Kind. Scheiße. Warum will Morrigan das? Braucht sie etwa einen Thronerben? Nein. Oh Mann, ey. Gerade echt heftig. Das hat sie nicht gesagt. Warum überrascht mich das nicht? Also selbst wenn ich mich mit dieser Idee anfreunden könnte, und ich sage nicht, dass es so ist, wollt ihr wirklich, dass ich das tue? Seid ihr sicher? Ja, das ist so eine Sache. Ja, bleibt ihr uns nichts anderes übrig, überreden. Ihr müsst mir vertrauen. Also gut, ich vertraue euch. Ich werde es tun. Wo ist sie? Gehen wir und bringen wir es hinter uns, bevor ich es mir anders überlege. Der Gespräch ist also beendet? Na toll, es ist also doch kein Traum. Also, wie sieht es aus? Wurde eine Entscheidung gefällt? Da wollte ich gerade die Folge beenden, weil ich dann die nächste anfangen wollte. Und da kam doch noch was, okay, dann schneide ich das hinten dran. Und ich werde das gleich so handhaben, dass ich die Szene überspringe. Also nicht zeige, ist klar. Und werde dann anfangen, wenn es zur Schlacht schreit, wird das aber als neue Folge dann beginnen. Also nicht wundern. So.
Naja gut, eins, bleibt uns ja nichts anderes übrig, ansonsten stirbt einer von uns beiden. Alistair hat eurer Anfrage zugestimmt. Moment, ich habe eine Frage zu diesem Kind, das ihr bekommen wollt. Interessant. Meine erste Wahl wäre nicht Ehrlichkeit gewesen. Ich will nur sicher gehen, dass ihr das nicht gegen Ferelden verwendet. Nicht, dass dieser Bastard von mir eines Tages auftaucht. Darauf gebe ich euch mein Wort. Warum habe ich nur kein besseres Gefühl dabei? Also gut, bringen wir es hinter uns. Ziehen wir uns ein wenig zurück, Alistair. Und glaubt mir, es wird für euch lange nicht so schlimm, wie ihr denkt.